Moser, Leute, hier ist wieder Drake Linus. Ich bin ein bisschen mit den Nerven am Ende mit Let's Play Bloodborne. Im letzten Part haben wir die Werkstatt der heilenden Kirche gefunden, herausgefunden, dass sie der Ursprung des Traums des Jägers ist. Der Traum, wie er in der wirklichen Welt existiert. Dann sind wir ein bisschen die Kapelle hinuntergestiefelt in einen Kellerraum, haben eine Bestie getötet, eine Tür geöffnet, sind wieder in die Stadt, offenbar wieder in Zentral-Yharnam rein. Dann sind wir einem Typen mit einem Sack begegnet, der uns mit zwei Schlägen K.O. gehauen hat. Und dann hat er uns entführt, quasi eingesackt und uns in das unsichtbare Dorf Yharghul gebracht. Mit einer sehr unheimlichen Musik. Die Zellentür war nicht mehr abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Decke ihre Geheimnisse auf. Was? Hilft mir. Im Namen der heilenden Kirche. Befreit uns von diesem schrecklichen Traum. Ist der Traum des Jägers die Realität und das hier ist ein Traum? Bitte, lass mich in Ruhe. Lass mich hier. Bitte. Oh, bitte. Ihr Gott. Bitte, lass mich in Ruhe. Lass mich hier. Was zur Hölle? Ich habe es nicht vor, sie abzuschlachten oder sowas. Wobei das wahrscheinlich eine Erlösung für sie wäre. Sie würde dem Traum entfliehen. Oder doch nur von ihm vereinnahmt. An diesem Punkt weiß ich es nicht. Aber das Schlimmste ist diese Melodie hier und dass hier nichts ist. Das wird hier immer lauter. Es hat aufgehört. Die Melodie ist an diesen Raum gebunden. Nein, ist sie nicht. Sie war offenbar gerade nur fertig. Oh. Das ist einer von denen, die mich niedergeschlagen haben. Aber das sind zwei Stück. Oh Mann. Die töten mich mit zwei Schlägen. Soll ich hier überhaupt sein? Ich glaub's ja bald nicht. Was ist das für eine Statue? So was Ähnliches haben wir... Nein, haben wir nicht gesehen, oder? Was ist das? Ein Zettel. Albtraumhafte Rituale sehnen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und beende sein grauenvolles Weinen. Im letzten Part haben wir etwas gefunden. Ein Drittel einer Nabelschnur. Jeder Großartige verliert sein Kind und sehnt sich nach einem Ersatz. Die dritte Nabelschnur löst die Begegnung mit dem bleichen Mond aus, der die Jäger ruft und den Traum des Jägers ersinnt. Ist das dasselbe Kind? Man kann da hoch. Sprechen wir hier von demselben Kind, dem Kind von einem Großartigen, was auch immer das ist? Offenbar bin ich nicht der Erste hier, logischerweise, das Spiel ist schon eine Weile raus. Mindestens der dritte. Nicht von dieser Seite. Nicht von dieser Seite. Nicht von dieser Welt, würde ich sagen. Ich habe Angst vor denen.
Mond. Wir haben doch gerade noch von dem Mond gelesen. Wow! Du bist was anderes. Netter Schrei, Kiesel. Da kann ich was gegen tun. Da könnte ich gegen vorgehen, Blutfiolen. Sieh an, ein Bleichbluthimmel. Ich will nochmal zu dieser Nabelschnur. Die dritte Nabelschnur löst die Begegnung mit dem bleichen Mond aus. Bleichbluthimmel. Kann ich nicht bewerten. Das bedeutet, die stammt von den Entwicklern. Was zur Hölle? Hunde. Sie sind alle total auf die Tür fixiert, Wissen des Verrückten. Jetzt kriege ich alles wieder, was ich von der bluthungrigen Bestie verbraucht habe. Eisenhelm mit schwarzer Kapuze, schwarzes Jagulgewand, schwarze Jagulhandschuhe und Hose. Die Items der Jagul interessieren mich jetzt mal. Andere Texte. Von den Jägern des unsichtbaren Dorfes getragener Eisenhelm. Die Jäger von Jagul hören auf die Gründer des Dorfes, die Mensis-Schule. Jäger, die nur den Namen tragen, sie ziehen die Kapuze ins Gesicht, um ihre Augen zu verbergen. Dieser Helm ist aus Metall, selten für Jägergewänder und hat eine hohe Abwehr, aber gegen physische Angriffe. Hier ist mehr. Die restlichen Kleidungsstücke sind eher gleich. Die Jäger von Jagul hören auf die Gründer des Dorfes, die Mensis-Schule. Diese Entführer verschmelzen in dieser Kleidung mit der Nacht. Entführer? Ich wurde entführt. Sind das also diese Sacktragenden? Entworfen, um Prinär vor physischen Angriffen zu schützen. Die Bindung mit dicken Seil schützen die Träger, den Träger und fesseln seine Gegner. Fesseln seine Gegner? Es geht ein bisschen zu weit. Wie soll die Kleidung das schaffen? Ein unendlicher Gang. Merkwürdige Statuen. Es scheint ein unsichtbares Dorf. Erstens mal sieht das nicht aus wie ein Dorf und zweitens mal sieht das immer noch aus, als wäre ich ein Jarnam. Die Leichen sind in Anbetungspositionen da. Was auch immer hinter dieser Tür ist. Sie haben es angebetet. Gegenstand voraus. Blutedelstein. Es war ein Kaltblut und kein Blutedelstein. Aber er meint das. Wie schön, dass man da sogar eine Richtung einbinden kann. Wie immer man das auch macht. Ja, Musik, ich hab's kapiert. Hier ist es gruselig.
höre wieder ein Schwein. Oh! Ach du Scheiße, hält das Ding viel aus. Ich soll hier wirklich nicht sein. Auf den letzten Schlag noch ausweichen. Zwillingsblutscherben. Hey, die brauche ich jetzt zum weiteren Aufleveln. Meine Scherben sind ja nicht mehr genug. Ah, das ist die Tür. Ah, okay. Dann kann ich jetzt raus, ohne an all dem anderen vorbei zu müssen. Aber das war nicht das größte Problem. Interessant. Hunde. Eine Menge Hunde. Rasendes Kaltblut. Boah, die Musik ist echt schrecklich. Da ist wieder so ein Schwein. Vorsicht vor Überfall. Ein Hebel. Funktioniert derzeit nicht. Pff, Fallnachricht. Dahinter ist ein Item. So viele Arme in einem Körper. So einem Wesen will ich gar nicht erst begegnen. Aber habe ich eine Wahl? Ich komme jetzt rüber, ohne an einem Schwein vorbei zu müssen. Das dafür hat nur die Hunde in Kauf nehmen. Okay, noch geht's glimpflich aus. Kann mitunter ganz schön heftig werden. Solange ich dem Schwein fernbleibe, sollte ich hier jetzt nichts passieren. Oh Mann, da ist noch ein Hund. Zwei. Ich dachte irgendwie, es lebt noch. Ich kann hier die Glocke nicht läuten. Gibt hier also keinen Boss? Für den sind da keine Gegner mehr. Das bringt mich auf was. Ölohren. Ich will jetzt Kiesel haben. Ich will sie einzeln weglocken. Es klappt. Genauso habe ich mir die Benutzung der Kiesel auch vorgestellt. Wow. Wie lebst du? Ach, ist jetzt egal. Beschäftigt und das nutze ich. Oh ja, es klappt zweimal. Wie bei der Bestie im letzten Part. Es ist immer noch nicht genug. Okay, jetzt. Blutsteinscherbe. Es ist eine Art Mensch, aber was hat es da in dem Sack? Oh je. Tonitrus? Aus wie eine Waffe. Es ist eine Waffe. Ja, eine einzigartige Trickwaffe, entworfen von Archibald, dem berüchtigten Exzentriker der Werkstatt der Heilenden Kirche. Soweit hat es die Waffe also getragen. Führt man diesen Morgenstern wie ein Streichholz, entstehen die gleichen blauen Funken, die eine Dunkelbestie bedecken.
Was ist eine Dunkelbestie denn jetzt schon wieder? Blaue Funken? Blaues Feuer? Unglücklicherweise jedoch mochten die Jäger zu Archibalds Zeit dieses Gerät aus unbekannten Gründen nicht besonders gern. Das ist doch eindeutig Blitz. Oh. Jetzt aber gerade eher nicht meine favorisierte Waffe. Aber kann mitunter ganz nützlich sein, so ein bisschen Blitzschaden, oder? Das ist quasi das einzige Item, was mir noch fehlt. Wow. Wow. Wow, wow. Ich konnte dem nicht ausweichen. Ich war festgesetzt. Ach, da ist ein Stein. Jetzt sehe ich's. Oh. Ich habe nicht auf den Stein geachtet. Nun, ich kann hier jederzeit zurück. Und vor diesem Schwein ist nur ein anderes Schwein. Uah. Ich könnte dieses Item auch einfach sein lassen. Was ist das hier für ein Ort? Warum rede ich schon wieder über einen Ladebildschirm? Was macht das hier oben? Ich gehe mal lieber weg. Es lebt schon wieder? Oder gab es hier zwei? Egal. Ich habe keine Items mehr. Okay. Die sollten doch eigentlich nicht respawnen. Jedenfalls war es bisher nicht so. Aber ich glaube, an diesem Ort läuft ja einiges alles... Nein, alles anders. Das sind meine Echos. Das hier läuft nicht so glimpflich ab. Die Positionierung gefällt mir nicht. Oh je. Und da haben wir Gift. Ich habe nichts gegen Gift gerade. Ist mir doch jetzt egal. Ich bin schon vergiftet. Zum Glück ist es ganz oben. Oh Mann. Wenn ich es jetzt nur schaffen würde, das Item mitzunehmen und dann zu verschwinden. Ich bin weg. Es kommt also tatsächlich immer noch. Meinetwegen. Du wirst hier irgendwo nicht mehr durchpassen und das ist meine Chance. Wow! Aber nicht so nah. Nicht schon wieder Gift. Komm zurück! Wir sind wohl weit außerhalb seiner Reichweite. Oh, Fluch!
Ich wünsche mir nicht weiter in dieser Position zu stecken. Nein, 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 nein. Ach, was soll's. Ach, was soll's. Boah. Wenigstens wird es da nicht nochmal sein. Also, boah, ich... Leute, ich... Es gab da zwar noch einen Gang, aber ich verschwinde hier. Es ist so eindeutig, dass ich hier nicht sein soll. Und ich habe die Items abgegriffen. Haha. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, wo es noch weitergeht. Gut, da gab es noch diese andere Seite der Kirche, aber mir reicht das. Ich nehme jetzt meine Blutechos mit als Trophäe. Weil das Schwein sie wieder mal nicht aufsaugt. Und dann mache ich mich auf dem Weg woanders hin. Damit würde ich auch sagen, dass wir diesen Part beenden. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Ups, sorry. Dragline ist soweit over and out. Tschüss.